Heute ist die Premiere von der zweiten Staffel vom König von Palma, hier in Palma. Alle sind in großer Aufregung. Ein paar haben schon was gesehen, ich habe noch gar nichts gesehen. Und das ist immer so, nach all der Arbeit, ein riesiger Moment, wenn man das Ergebnis sieht. Ist das immer so eine Strecke, die bewältigt wird, wo man sich mit der Figur vereint und jede Szene, und wenn sie auch noch so klein ist, ist davon ein Mosaikstein. Ich freue mich sehr, meine Kollegen wiederzusehen, zumal es wirklich tolle Kollegen sind. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich mir bis jetzt Zeit genommen habe, das zu sehen. Ich wollte keine Zwischenschritte sehen, ich wollte das fertige Endergebnis sehen und freue mich natürlich besonders, dass es heute Abend hier in dem Rahmen mit den Kollegen gemeinsam stattfindet. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie vorm Rechner sitze und es mir im stillen Kämmerlein angucke. Es ist ein Gemeinschaftswerk.